Okay, hier unten soll das nächste sein. Da. Ressourcen das Ganze bringt. Alter Schwede, ey. Okay, die kann man anscheinend nicht ablenken. Da ist mein Auto. So, auf hier zum nächsten Anker. Mal gucken, wie diese Welt auseinanderbrechen wird. Vielleicht sollte ich mal auf Offroad-Reifen gehen. So, ich will noch so einen Lim-Anker haben. Am liebsten sogar zwei, deswegen fahre ich jetzt hier gerade durch die Wicken. Hilfe! So. Joa. Seid ihr dann wieder am Zocken zusammen? Aber mega nice auf jeden Fall. So. Ich hole mir jetzt hier den letzten
Limanker. Und jetzt muss ich schnell machen. Oh Gott. Erstmal hier ordentlich zur Straße. Hilfe. Kann man das eigentlich auch verkacken? Oh ja. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das Auto löst sich langsam auf. Boah, das war knappisch. Alter. Aber wie du da drauf zufährst, das sieht so gut aus. Yay, und wir haben es geschafft. Ah. Natürlich wieder voll verschrottetes Auto. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing. Twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. Then fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Oh. Go-Kart-Lenkrad. Nice. Okay. Aber ich habe die Mackenmaschine. Aber wie funktioniert diese Mackenmaschine? Scheinwerfer. Will ich jetzt mal im Internet nachgucken. Moment. Ich mach mal eben Musik an. So.
Pacific Drive Backenmaschine. Okay. Okay, jetzt habe ich das Ganze verstanden. Also mein Auto kann eine Macke haben. Aber eher Richtung, dass es sich komisch verhält. Also zum Beispiel ich lenke nach rechts. Okay, Scheinwerfer links. Okay, ich baue jetzt mal erstmal ein Reparaturkit. Oh, ich habe keine Chemikalien mehr. Das sagt eigentlich aus, dass das eine Macke hat. Aber da ist die Frage, was ist die Macke? Moment. Ready to do this with me? Here's a spot of good news. We aren't completely helpless when it comes to the instability. Back when the zone was active, we built ways to get where we needed to go. I need you to head back towards Serum. But don't worry, I won't make you jump into Cappy again. When you're feeling up for it, take the route back to Serum. I'll tell you what's next once you're there. Okay. The mass hallucination. I can't believe it happened again. I can't believe I missed it.
So. Hier kommt jetzt ein ganz normaler Spind hin. Wo ist der? Da ist der Koffer. Okay. Okay, was gibt's denn hier noch? Okay, Plasmaschrotter. Eine kleine Schweißbrei mit den Dänen und kleine Metallteilen rippert. Ist nicht raus. Okay, labile Energie brauche ich dafür. Was ist das bei uns? Wir können es schnell werden, klein spielen kann, aber trotzdem ein Auto kommt sauber und sorgfältig. Okay, damit können wir Front- und Heckschürze erneuern. Das hier wäre auch noch eine Idee. Dann machen wir zwei anständige Scheinwerfer. Okay. Wackelfrack-Anomalie. Was ist das? Hat sich hierbei nicht um einen schlechten Impulsemitter. Ah. Und Leiterplatten. Nehmen wir die auch noch mit. Okay. Chemikalien, Diagnose, Antenne. Eine Leiterplatte. Probieren wir doch mal eben aus. Cool. Nice. Okay. Nice. Stoßstange aus Stahl. Und jetzt hier. Ah, wieder auf dem Dach oben drauf, okay. Und run, run, run. So, was ist das hier für ein Upgrade? Also, dadurch haben wir den vergrößert.
Okay, was brauchen wir denn noch, wenn wir jetzt hier rangehen? Metallschrott und Chemikalien. Noch eine Leiterplatte? Wollen wir das mal einfach ausprobieren? Wieso ist Ersatzrad besser? Weil das die Herzchen hat wahrscheinlich. Erste Hilfeset. Ah, oh Mist, ich habe nur 2. 0,2 sogar nur. Oh, aber das kann ich eben. Okay, dann testen wir das mal aus. Nehmen wir die hier mit rüber. So. Rein da. Und hier ersetzen. Okay. Platte, Platte, Tür. Wenn wir die jetzt mitnehmen. So. Okay, die Stahltüren sind besser. Das hier alles wieder mit. Bei Stahl ist dann doch schon besser. Was passiert eigentlich, wenn wir das hier rein tun? Und
Dank Raffin Limtennig und fortschrittlichen Spitzen kannst du in dieser Stadt bei Ausführung ins Sperrgebiet Autoteile reparieren. Ah, das heißt, wenn ich zum Beispiel... alle Teile automatisch... könnten die da drinnen repariert werden? Glaube ich. Komisch, komisch. Oh, was ist das denn? Klemmen für... okay. Okay, eben noch tanken. So. Ewige Stabilität hört sich gut an. Dann versuchen wir jetzt erstmal Sachen zu finden, um die Karre zu reparieren. Was ist das? Da liegt... okay. Und was macht die? Was ist, wenn wir hier jetzt einmal reinfahren? Oh, die komplette Karre wird repariert. Nice. Cool. Damit ist die komplette Karre repariert. Okay, das hat nicht geklappt, aber...
Was kostet denn ein Abdichtkit? Bauen wir das doch eben kurz. Okay, das bräuchte auch noch mal eine Abdichtigkeit. Okay. Und dann laufen wir eben drüber dahin. Gucken mal eben, was das hier ist. Oh. Oh. Oh Gott. Drifting Weltmeister, ey. Oh. Okay. Dann, was kriegen wir hier? Ah, Werkzeug. Wäre nice, wenn man einfach einen Knopf hätte, womit man alles aufheben kann. Könnten wir eigentlich mal eben fix gucken, ob es ein Tastenbelegung. Gegenstand fallen lassen. X. Auto. Zustand wiederherstellen. V. Okay. Steuerung Inventar. Gegenstand fallen. Drehen. Ah, mit R können wir drehen. Leider gibt es keine Taste dafür. Okay. Ganz schöner Sturm hier. Okay. So.
Okay, mitten durch die Wicken, damit wir da hinkommen. Okay. Ah, und wir können beide Klimmen mitnehmen. Oh, das Panzerfahrzeug, das ist auch nochmal richtig gut. Dosenöffner, okay. Können wir das hier mitnehmen? Oh ja. Oh, das dauert lange. Der Plasma-Cutter war doch da ein wenig besser. So.